Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Wir waren 3 Wochen in Panama. Es war richtig schön. Also alle, die mir auf Instagram folgen, die haben das Ganze vielleicht so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe auch ein Highlight erstellt für alle, die es vielleicht im Nachgang anschauen wollen. Ein unglaublich schönes, vielseitiges Land. Also die Natur ist wirklich richtig, richtig schön und abwechslungsreich. Karibisches Meer, Pazifisches Meer, viele Berge, super viel Grün, Regenwälder, also wirklich sehr, sehr schön. Und wir sind jetzt seit gestern wieder zurück. Ich habe, toi, 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 kein Jetlag. Also ich habe geschlafen wie ein Baby heute Nacht. Und wir sind gestern am Sonntag in der Früh zurückgekommen. Das heißt, wir haben im Flugzeug geschlafen, so gut das halt immer möglich ist. Haben dann den Tag durchgehalten. Und heute Nacht habe ich geschlafen wie ein Baby und bin jetzt top fit. Und deswegen dachte ich mir auch, ich nehme euch heute mal wieder so ein bisschen mit durch den Tag. Es gibt einen neuen Vlog, denn es steht definitiv Großeinkauf an. Also der Kühlschrank ist so gut wie leer. Deswegen dachte ich mir, ich nehme euch direkt mit zum Einkaufen. Und ja, auch so gut es geht ansonsten so ein bisschen mit durch den Tag. Und ich mache jetzt erstmal meinen Morning Walk. Den habe ich heute noch nicht gemacht. Der ist heute ein bisschen später als sonst, weil ich erst andere Sachen erledigen wollte. Da nehme ich euch jetzt mit und den mache ich heute direkt zum Bioladen. Also das wird mein erster Einkaufsausflug. Und da nehme ich euch jetzt direkt mal mit. Dann schauen wir mal, was bei mir im Bioladen im Einkaufswagen landet. Wenn ich Toast kaufe, dann eigentlich immer das Bio-Dinkel-Toast vom Bioladen. Kaffee habe ich gekauft, Seidentofu, der war im Angebot und damit könnt ihr richtig coole vegane Desserts machen. Was ich ja mega cool finde, ist, dass es einfach das Koro-Nussmus, ich liebe das ja, beim Dance Bioladen gibt. Genauso auch wie ein paar Proteinriegel, die sind übrigens sehr lecker, falls ihr die mal seht, packt die mal ein. Ich kaufe mir immer diesen Skier. Ich esse nicht viele Milchprodukte, aber ein bisschen, also Quark vor allem. Und dann kaufe ich mal den hier. Und diese Soja-Quark- und Soja-Joghurt-Alternative mag ich sehr gern. Mein liebster Tempeh, den nehme ich auch eigentlich immer mit, wenn ich beim Bioladen bin. So, das ist jetzt hier schon mal eine kleine, aber feine Bioladenausbeute. Also der Großeinkauf kommt dann später noch. Einmal Quark- und Joghurt-Alternative auf Basis von Soja. Den kaufe ich super gerne von Sojade. Das sind einfach keine Quatschzutaten drin, also gute Zutaten und schmeckt auch gut. Also ich mag ihn sehr gerne. Welchen ich auch immer sehr gut fand und weiterempfehlen konnte, war von Provamel, aber den finde ich irgendwie nicht mehr. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Dann Seidentofu. Daraus könnt ihr super coole vegane Desserts machen. Deswegen kaufe ich den auch ab und zu ganz gerne und der war heute im Angebot. Dann habe ich mal Dinkeltoast mitgenommen, Bananen, Tempeh, das ist mein liebster Tempeh auf Lupinenbasis und zweimal Skyr. Also ich esse super wenig Milchprodukte. Milch so pur trinke ich zum Beispiel gar nicht. Mag ich auch gar nicht so gerne und ich habe auch eine ganze Zeit lang keinen Joghurt und keinen Quark gegessen, aber weil ich immer dachte, ich vertrage das nicht von der Haut und so weiter, aber eigentlich habe ich es nämlich dann ab und zu mal wieder gegessen. Ich habe eigentlich keine Probleme damit und wenn ich aber eben Quark oder Joghurt esse, dann qualitativ hochwertigen. Deswegen kaufe ich dann eigentlich immer im Bioladen hier diesen mit Demeter-Qualität. Das ist ja die höchste Bio-Qualität und ich finde den auch richtig lecker. Also der ist super cremig, komplett anders als typischer Magerquark oder anderer Skyr. Genau, Tempeh habe ich euch schon gesagt und dann habe ich noch Kaffee gekauft. So, und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich habe das jetzt hier direkt verknüpft mit einem neuen Reel. Deswegen ist das hier schön platziert auf meinem Foodboard. Und zwar habe ich mir eine Joghurt Bowl gemacht mit jede Menge Toppings. Und das genaue Rezept, das werdet ihr dann entweder hier unter dem Video finden oder dann schon bei Instagram, verlinke ich euch dann natürlich. Und genau, die gibt es jetzt. Dann gehen wir wahrscheinlich relativ bald auch ins Training. Und dann folgt der Großeinkauf. Da nehme ich euch dann wieder mit. Ich war jetzt ins Gym. Ich habe mich direkt schon mal umgezogen und ich wollte aber vorher noch kurz ein paar Worte loswerden. Und zwar war ich während unserer Panama-Reise für ein paar Tage krank. Ich habe da irgendwie was Schlechtes gegessen, Schlechtes getrunken, irgendwas nicht vertragen oder so. Auf jeden Fall ging es mir dann echt ein paar Tage nicht gut. Es hat auch der Hunger und Appetit die ersten Tage gefehlt. Und dann habe ich halt insgesamt für so 1,5 Wochen nicht trainiert. Und ich würde an sich immer den Tipp weitergeben, wenn, also weil ich kriege häufig Nachrichten bei Instagram, hey Laura, ich bin gerade krank, ich kann nicht trainieren.
Ich habe jetzt Angst, dass ich meine ganzen Muskeln verliere. Was soll ich machen? Und mein Tipp, was ich dann immer sage, ist, erstens, so schnell verliert man keine Muskeln. Also das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen und auch bei einer Woche Krankheit müsst ihr euch da nicht gleich große Sorgen machen. Ein Tipp wäre da an meiner Stelle, also wäre von mir da immer, achtet darauf, dass ihr ausreichend Protein esst, wenn ihr eben schon gerade eine Trainingspause habt. Bei mir war es jetzt so, dass ich wirklich 2 Tage fast gar nichts gegessen habe. Und die 2, 3 Tage danach war ich froh, dass ich dann überhaupt wieder auf irgendwas Appetit hatte. Da war aber auch die Proteinzufuhr sehr gering. Das heißt, ich habe auch 5 Tage lang nicht trainiert, mich kaum bewegt und hatte super wenig Hunger. Und mache jetzt deswegen auch überhaupt kein Drama und möchte euch an der Stelle eben wirklich beruhigen. So schnell passiert da nichts. Aber was mir eben aufgefallen ist, wo ich ganz ehrlich zu euch sein möchte und was aber wirklich meistens einfach Kopfsache ist, also was ein totaler Quatsch ist, dass ich dann schon direkt das Gefühl habe, dass mein Popo flacher ist. Und das liegt aber meistens daran, und bei Männern ist das immer sofort, dass sie das Gefühl haben, die Arme sind geschrumpft, die Brust ist flach. Das ist einfach, weil dieser Pump auch fehlt vom Training, den man hat. Und wenn ich mich jetzt so im Spiegel anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich habe richtig viele Po-Muskeln verloren und das ist aber eigentlich Quatsch. Also innerhalb von einer Woche verliert man dann nicht viel. Das ist einfach auch so dieser fehlende Pump. Dann saß ich natürlich den ganzen Tag im Flugzeug und habe mich da auch nicht bewegt. Und ich wollte euch da jetzt einfach nur, also Fazit meiner kleinen Rede hier ist eigentlich, dass ich euch einfach sagen möchte, dass solche Gedanken normal sind. Ich habe das auch. Aber man darf sich eben nicht zu verrückt machen. Man sollte den Fokus dann auf die Gesundheit legen, darauf, dass man wieder gesund wird, dass der Körper nach und nach wieder mehr Energie bekommt und sich nicht zu verrückt machen bezüglich Trainingspause oder Proteinzufuhr. Wenn man eben wirklich keinen Appetit hat, weil man sich irgendwie den Magen verdorben hat, dann ist das eben so. Wenn ihr eine Erkältung habt, Fieber habt, dann schaut auch einfach da, was braucht euer Körper, wie geht es euch und macht euch nicht verrückt. Ich gehe jetzt ins Training und ich bin mir sicher, danach ist dann wieder so ein bisschen Pump auf meinem Po und da fühle ich mich auch wieder wohler. Und hier folgt nun der Einblick in mein Training. Ich habe an diesem Trainingstag Pull trainiert. Ich trainiere aktuell in einem Push-Pull-Plan seit jetzt 3, 4 Wochen. Warum? Ich habe davor einen Oberkörper-Unterkörper-Tag gehabt und irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf was Neues und habe das dann zu Beginn des Urlaubs angefangen. Und was ich so mag am Push-Pull-Plan, ich habe da eben an beiden Tagen Beinübungen integriert. Und bei mir ist es schon so, dass ich am Bein- bzw. Unterkörpertag, dass ich da mehr Vollgas gebe und mich da mehr auspower. Und so war es halt dann immer, dass ich quasi einen anstrengenden Tag hatte, wo ich alle Beinübungen reingehauen habe. Also Kreuzheben, Squats, Hip Thrust, Bulgarian Split Squats, das sind alles Übungen, wo ich gerne, ja, Power gebe. Und der Oberkörpertag, der war halt quasi, ja, angenehmer. Da trainiere ich quasi nicht so ganz intensiv wie jetzt am Unterkörpertag. Und bei Push-Pull ist das eben so, wie ich mir den Plan gestaltet habe, richtig schön gleichmäßig aufgeteilt. Und deswegen mag ich das so gerne. Und mir macht das auch richtig Spaß. Also ich merke das gerade richtig, wie sehr mir das Krafttraining Spaß macht. Es macht mir immer Spaß, aber je nach Trainingsplan manchmal mehr. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und ihr wisst ja, dass ich so die Kombination aus Krafttraining, Pilates, Yoga und auch Ausdauereinheiten kombiniere. Das macht mir einfach richtig Spaß. Ich fühle mich damit wohl. Und wichtig ist letztendlich immer die Frage, was macht dir Spaß, was kannst du gut in deinen Alltag integrieren und was ist auch aktuell dein Ziel? Und danach solltest du dann auch deine Trainingseinheiten bzw. dein Training ausrichten. Und bei mir darf intensives Krafttraining nicht fehlen, weil es mir zum einen einfach Spaß macht, ich liebe es, und weil es eben super ist für Kraft- und Muskelaufbau. Es verbessert die Haltung, es ist wichtig für die Knochengesundheit, es verbessert auch die Körperzusammensetzung. Und deswegen ist für mich Krafttraining einfach eine ganz, ganz wichtige Säule. Aber wichtig ist eben immer, dass es einem Spaß macht. Denn das ist natürlich letztendlich das Wichtigste, um langfristig dabei zu bleiben und auch langfristig Erfolge zu erzielen. Und in meiner App findet ihr übrigens Trainingspläne fürs Fitness, aber auch für zu Hause oder auch die Kombination für zu Hause und Fitness. Ihr findet da auch Tutorials, wo ich erkläre, wie zum Beispiel die Übungen im Gym funktionieren. Genauso findet ihr aber auch Workouts und ihr findet da auch Infos darüber,
wie man das Homeworkout am besten gestaltet, weil ja da auch häufig die Frage ist, bringen Homeworkouts überhaupt was? Sind die überhaupt effektiv für den Muskelaufbau? Das heißt, wenn ihr da vielleicht noch ein paar Unsicherheiten und Fragen habt, dann schaut da gerne mal rein. Ich bin wieder zu Hause vom Training und vom Einkaufen und zeige euch jetzt mal hier meine Einkaufsausbeute. Es ist vor allem jede Menge frisches Obst und Gemüse dabei, weil so Vorräte wie Reis, Hirse, Quinoa, Haferflocken, Nudeln, Nüsse, Kerne, Samen, also trockene Vorräte, die sich auch recht lange halten, sowas und auch Hülsenfrüchte, sowas haben wir eigentlich meistens zu Hause. Das heißt, da muss ich nur ab und zu die Vorräte aufstocken. Und da waren wir jetzt auch nach dem Urlaub sehr gut noch ausgerüstet. Das heißt, wir hätten auch ohne Einkaufen überlebt. Aber frisches Obst und Gemüse, das habe ich einfach immer gerne da. Und da zeige ich euch jetzt mal, was ich alles mitgenommen habe. Also, ich führe euch mal ein bisschen hier durch den Einkauf. Ich habe Porree gekauft, Äpfel, Babyspinat, Paprika, Karotten, frischen Blumenkohl und Brokkoli. Dann hier hinten aber auch noch TK-Gemüse und Beeren. Das haben wir eigentlich immer vorrätig. Also Tiefkühlerbsen, Babyspinat, Blattspinat, Blumenkohl und Beeren. Dann jede Menge Skier. Das ist der Skier für den Daniel. Also den esse ich tatsächlich nicht, sondern den ich euch heute früh gezeigt habe. Dann Süßkartoffeln habe ich mitgenommen, Pilze. Ich war übrigens bei Aldi Süd, falls jetzt irgendwie die Frage kommt. Wir wohnen ja in Bayern und ich war bei Aldi Süd. Kiwi, Schafskäse, Light. Ich kann den übrigens sehr empfehlen. Also das ist die Light-Variante. Der hat dann 13 Gramm Fett pro 100 Gramm. Und manche, die schmecken ja dann so ein bisschen gummiartig und nicht so lecker wie der Vollfett und die cremige Variante eben. Aber der hier ist trotzdem super cremig. Also den kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich noch Tofu Natur mitgenommen. Den gibt es relativ neu bei Aldi Süd. Ich weiß nicht, wie es bei Aldi Nord ist. Genauso auch wie Kimchi. Und bei fermentiertem Gemüse und Kimchi und Sauerkraut, der Tipp, achtet darauf, wenn ihr den kauft und eben eure Darmgesundheit was Gutes tun möchtet, dass das nicht pasteurisiert ist. Also das findet ihr dann dementsprechend im Kühlregal nicht pasteurisiert, weil sonst wurde das Ganze eben erhitzt und die ganzen wertvollen Bakterien, die eigentlich für die Darmgesundheit gut wären, die sind dann zerstört. Und da gibt es jetzt eben im Kühlregal neu Kimchi, mild und pikant. Tofu gibt es eben auch recht neu. Und dann noch Zwiebeln, Parmesan, ein paar Haferflocken, Zitronen, Avocado, Tomaten. Das war's eigentlich. So, das hier wird jetzt dann gleich mein Mittagessen. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen, weil ich gleich auch noch einen Zahnarzttermin habe. Aber das ist eine Tofu-Creme mit ein bisschen Gemüse und Cashewkernen. Ich bin wieder voll im Game drin, sage ich euch. Ich habe so viele Rezeptideen für Instagram, für die App und so weiter. Deswegen nutze ich den Tag heute direkt mal und habe jetzt schon das zweite neue Rezept bzw. Reel gedreht. Und ihr hier bei YouTube könnt direkt daran teilhaben. Also einmal hier eben jetzt diese Creme und ich habe mir dazu jetzt noch Reis gekocht. Der köchelt hier. Ich hoffe, der ist jetzt dann auch bald mal fertig. Genau. Es gibt jetzt Abendessen. Wir machen Bowls gemeinsam mit Toni und Fabian. Die kommen gleich. Und wir haben uns entschieden für die Poke Bowl bzw. Sushi Bowl. Die ist einfach immer super, geht schnell und einfach und daher bestens geeignet, wenn ihr gemeinsam mit Freunden was kochen möchtet. So, und das hier ist jetzt unser Bowl-Buffet. Das haben wir jetzt alles gemeinsam vorbereitet. Geraspelte Karotte, hier ist der Reis, Mais gibt es auch noch, Lachs, Gurke, Avocado, Garnelen, Feta. Weiß ich nicht, ob der dazu passt, aber wollten die Jungs Rotkohl. Genau, und hier noch Edamamebohnen und Frischkäse, ist auch sehr lecker als Tipp. Hier habe ich die Soße zubereitet und noch ein bisschen Sesam als Topping. So, die Bowls sind fertig. Das hier ist meine. Das ist Daniels Bowl. Die Toni stellt sie gerade noch fertig. Und der Fabian. Und Dessert darf natürlich nicht fehlen. Für jeden gab es noch ein Pralini. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.